Freunde, jetzt, also ich freue mich schon. Jetzt wird's ganz wild. Insel Rügen, ja, die kennen wir. Also Freunde, ihr müsst euch jetzt anschneiden. Ne, schön. Festhalten. Festhalten, richtig festhalten. Kopfhörer jetzt auf Null drehen. Kopfhörer auf die Ohren. Volle Lotte. Also ihr müsst es jetzt auch fühlen, ne? Ne, fühlen, Freunde, fühlt es. Denn, oh ja, ich freue mich, wir geben uns Instagram-Rapper von unsympathisch. Oh ja! Ibims, gleich ist Abonnentenchat drin. Und dann kriegt Teilzeit Rügan, er kriegt noch schnell ein Abo von uns geschenkt, damit der weiterschreiben kann und du nicht. So. Freunde, wir geben uns Instagram-Rapper unsympathisch. Ich freue mich. Ich hoffe, am Ende. Nein, Ibims, hör auf. Hoffentlich kommt wieder Lil Lightskin. Auf geht's. Heute ist wieder soweit. Heute hat mir Luca Instagram-Rapper zukommen lassen. Das heißt, auch heute schauen wir mal wieder, was unser Nachwuchs so zu bieten hat. Ich bin wieder sehr gespannt. Oh. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Rapper. Der hat auch schon eine richtige Community. Oh, ich habe Untertitel gemacht. Der hat auch schon eine richtig große Community, ne? Wie hieß der denn noch? Ah, weiß nicht. Vielleicht. Nee, Ewald war es nicht. Doch, irgendwas mit E, aber, ne? Wie hieß der noch? Ich weiß nicht. It's Classic, bin da wohl raus. Mach nochmal zurück, ich muss nochmal das Gesicht. It's Classic, du kriegst auch ein Abo geschenkt, kein Problem. Alle kriegen eins geschenkt. Schauen wir mal wieder, was unser Nachwuchs so zu bieten hat. Das ist der, und das weißt du auch. Ja, ja. Aber wie heißt der noch, Junge? Wie hieß der noch? Chat, jetzt brauchen wir euch mal eben. Chat, wie heißt der? Wie hieß der? Der hat auch schon eine große Community, meine ich. Der hat schon ein paar tausend bei Instagram unterwegs da. Dies, das. Ja, du, der Flex ja auch. Also ja, der die Lines sind hart. Der ist am Hasseln. Heftige Lines, ja. Der hat die Basics gemacht. Ja, der ist auf dem Weg zum Mount Everest. Der weiß, wie man haschelt. Und das weißt du auch, Typ, ja. Der heißt irgendwas mit E. Benji Ewald. Ja, genau. Oh, mit Ewald weiß ich. Benji. Oh. Guck mal, und hier. Ja. Außer Bubelfresser hat er nichts gerissen. Aber er haschelt. Er haschelt, auf jeden Fall. Er hat die Basics gemacht. Auf geht's. Ich bin wie immer sehr gespannt. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit dem ersten Rapper. Let's go. Oh. Rappern noch was. Diese andere Greenscreen-Technik gleich als erstes. Oh, geil. Freunde, geil. Hör zu. Oh. Falsche Freunde. Shoreline Mafia Type Beat. Played by Fazard. Weiß Bescheid. Ja, wahrscheinlich im September geboren. Oder Mai 99. Mai 99. Oder September 95. Muss immer dranbleiben, bloß nicht aufgeben. Denn TTS möchte jeder seinen Traum leben. Ich glaube an meinem Traum. Geil! Das Leben ist nicht einfach, nein, das Leben ist ein Test. Wer du liebst, bleib nicht, ja. Die Freunde, die du am liebsten magst, verlässt dich, ja. Die Leute, die mich hassen, wollen mich fallen sehen. Also diese Videotechnik ist auch schon wieder ein ganz anderes Level, Frank. Ganz anderes Level. Marvin? Ja? Auf dem Niveau bewegen wir uns auch. Also. Oh, was? Also wir haben zwar auch schon mal mit Greenscreen gearbeitet, aber also. Ja, aber ungefähr so würde unsere Arbeit mit Greenscreen auch aussehen. Der hat die Basics auf jeden Fall gemacht, muss ich sagen. Eieieiei. Das ist ja mal gar nicht auf dem Beat. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, weil ich war so fasziniert vom Video. Ja, genau, von dem Musikvideo. Was soll ich sagen, dass wenn sie im Traum erleben? Videotechnisch zu wild! So sieht es aus, wenn man bei der Produktion. Blendet hier. Ich werde hier geblendet ohne Ende, Alter. So. Ja, kann mich gar nicht aufs Video konzentrieren. Die Tür war nicht umsonst drauf. Kann mich gar nicht. Ich hab auf Kipp gemacht. Ja, aber wenn der Typ kommt, dann muss ich weg. Achso. Er klebt am Beat. Safe. Weil dann mach ich diesen. Und bin weg. auf geht's. Aktion einfach keine Kosten und Mühen scheut. Deutschrap ist fresher denn je. Yeah. Oh. Ich trage keine Rolex, ja. Nee. Ich trage Pikachu am Arm. Ja. Deine Freundin kommt zu mir. Ja. Sie trägt kein Supreme. Sie trägt einen Schuh. Ja. An alle, die sich fragen, was bei einem daheim ankommt, wenn man den Lightskin auf Wish bestellt, bitteschön. Alter, was soll die Scheiße? Eine Sache ist mir aber noch aufgefallen, und zwar seine Armbanduhr. I also have this one in my collection. Danke, Marc. Ich führt in den weißen Musselago. Aus New York City, Hallerwiese, kommt Turano. Meine Feinde wissen, was ich über sie lache. Alter, Frank, was sind denn das hier jetzt für Edits? Also die Video-Facts, die tun mir in den Augen weh. Da ist ja, wir machen nur Much-Videos dagegen. Ein bisschen viel Farbe hat er. Ja, das ist der Effekt. So. Da hat jemand gesagt, Bruder, Photoshop, ich kann alles. Ich kann alles und Adobe Premiere, ich kann auch alles.
Ne, die haben einfach Geld. Ja. Und koch mein Bruder in die Louis Vuitton, pardon, hol mir dein Cousin. Du bist nicht wie ich, deswegen darfst du nicht mit mir hängen. Und wenn ich einmal voll stehe, ich hoffe, denn es geht immer weiter. Gruß an Leon, komm, wir trinken Jägermeister. Jägermeister? Zu wilder Kandidat an der Stelle. Die Lines habe ich übel gefühlt. Ich muss auch schon sagen, videotechnisch sind wir heute, also ich merke schon, die Leute werden immer besser und besser, was Videos angeht. Deutschrap ist fresher denn je. Jede Nacht am Markan, meine Augen sehen rot wegen Gras. Wow, wow, wow. Echo, ich frage Gott, wann krieg ich endlich meinen Rat? Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Was ist denn heute los? Nicht nur Rapper heute am Start, sondern auch Sänger. Wow, wow, wow. Über Gesang. Das ist also Frank, das ist ein ganz, ganz krankes Niveau hier heute in der Folge. Ganz, ganz krank. Zu wild ist das. Donnerwetter da. Donnerwetter. Also, puh. Also, was kann eigentlich noch... Wir haben gerade erst die Hälfte geschafft, Frank. Da kommt noch mehr. Ja, leider. Geil. Ich leider nicht urteilen, deswegen habe ich heute hier einen Gast eingeladen, der das natürlich besser kann. Jungs, Spaß beiseite. Das ist absolute Champions League. Die Gefühle, genau on point. Jungs, weiter so. Ihr seid Maschinen, genau wie ich. Pam. Dazu mache meinen Kopf frei. Oh. Fühl mich wie Aladdin, flieg um die Welt und guck, wo es mich hintreibt. Geil. Hadasi, die Kunst in den Adam. Bam, bam. Bam, bam. Jo, was geht ab, Leute? Ich wollte nur sagen, mein Bruder Jemo hat auch jetzt TikTok. Ich merke ihn hier unten. Dankeschön, mein Bruder. Folgt immer alle. Was? Wenn du ihn auf der Straße triffst, sag einfach, Maschala, die Engelstimme. Aladdin. Ich weiß nicht mehr an wen, aber an irgendjemand hat er mich erinnert. Es ist heute einfach zu wild. Und ich weiß, dass ich es kann. Oh. Also, Video-Edits on point, Gesangsstimmen on point, die können eigene Musikinstrumente nachmachen, Frank. Wir können einpacken. Wir können die Musik-Dings da, ja, Dings da, Bums da rausbringen. Ja. Oder? Holy shit. Ich bin einfach gefesselt. Ich bin einfach gefesselt. Also, ganz, ganz wildes Video. Meine Augen kriegen auch ein bisschen. Okay. Und damit steht schon mal mein Favorit von der heutigen Episode fest. Der Typ ist ja einfach zu krass. Aber auch in diesem Fall habe ich schon wieder einen Gast eingeladen, der darüber besser urteilen kann als ich. Ganz ehrlich? Nee. Danke, Sido. Let's go. Yeah. Oh, yes! Geil, Alter, da ist er. Und an der Stelle bin ich mal wieder komplett raus. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr diesen Kanal nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt auf kostenfreie Ehrenbruderbasis ein Abonnement für mich da lassen. Notification Gang. Check. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt. Bitte kein C4 auf mir. Rudi, ich hab noch ein eisgekühltes Bier. Oh, das Ende war auch wieder zu wild, Alter. Freunde, Daumen nach oben. Ciao bei uns im Party vorbei. Weltklasse, Alter, Weltklasse. Und lasst ein Abo da. Ja, lasst ganz viel Liebe da.